Hier fällt heute auf, dass die Immobilienwerte sehr, sehr stark sind. Hier steht jetzt eine Vonovia noch mit 5,7%, ist jetzt ungefähr ein Prozent wieder runtergekommen. Aber insgesamt sehen wir, dass sich vielleicht diese Bodenbildung, die sich hier etabliert hat, weiter fortsetzt. Ich gehe mal auf den Kerzenchart, dann gucken wir uns das Ganze hier mal kurz an und schauen auch mal, wie das denn jetzt von der charttechnischen Seite aussieht. Das ist nämlich ein ganz interessantes Bild. Wir haben also hier diese Bodenbildung bekommen und haben nach dieser Bodenbildung hier eine erste Aufwärtssequenz hinterlegt. Naja, und sehen jetzt, dass wir in einer Korrekturphase unterwegs sind, also in einem korrektiven Gegentrend. Und da ist die Aktie heute erstmal nach oben ausgebrochen. Das sieht erstmal weiter bullisch aus für Vonovia. Wir hatten uns das Ganze angeschaut, als wir hier im Bereich 16 Euro waren und haben gesagt, hey, eine Vonovia um 16 Euro, die kann man doch mal langfristig wieder ins Depot nehmen. Da ist vielleicht ein bisschen viel Negatives eingepreist worden. Und anscheinend sieht der Markt das heute ähnlich, denn hier ist die Zahl der neu gebauten Wohnungen in Deutschland heute veröffentlicht worden fürs letzte Jahr und die lag bei 295.300 Wohnungen. Naja, jetzt wissen wir, die Bundesregierung, die ist drauf aus, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu schaffen. Das ist so das ausgemachte Ziel. Das wird regelmäßig verfehlt, im letzten Jahr also auch wieder weit verfehlt. Und im laufenden Jahr sieht es sogar noch schlimmer aus. Man rechnet jetzt so mit maximal 250.000 neu gebauten Wohnungen in diesem Jahr. Das bedeutet aber am Ende, Wohnraum bleibt ein knappes Gut. Und das bedeutet typischerweise, Dinge, die knapp sind, sind teuer, ja. Positiv für die Immobilienunternehmen, die kriegen vernünftige Mieten, die haben so gut wie keinen Leerstand. Das sieht nach wie vor alles weiter gut aus. Wohnungsnot sei jetzt in den Ballungsgebieten und im Umland drumherum quasi zementiert. Das waren die Kommentare, die hier dazu gekommen sind. Ja, und das macht sich natürlich jetzt erstmal positiv bei den Immobilienaktien bemerkbar. Und das ist nicht nur eine Vonovia, die heute ganz klar den DAX anführt. Wir haben auch noch eine TAG-Immobilien, LEG-Immobilien, Deutsche Wohnen. Alle heute gesucht, also alles, was aus dem Bereich Wohnimmobilien kommt, ist heute stark gesucht. Und ja, ich sehe eine ganz gute Chance, dass sich diese Tendenz, die wir hier gesehen haben, von unter 16 Euro langsam uns nach oben zu arbeiten, dass sich das weiter fortsetzt und dass wir mittelfristig hier auch wieder Kurse über 20 Euro bei der Vonovia sehen. Also sollte man sich auf jeden Fall mal auf die Watchlist packen.